So, wisst ihr was? Wir machen mal. Na, so nicht. So, machen da mal eine Künstlerkolonie hin, damit wir auch hier schon bald Unterhaltung kriegen. Und dann machen wir hier hinten ein Theater hin. So, hier ist der Bezirk allgemein relativ unattraktiv. Wir könnten hier natürlich mal so ein paar Plätze hinmachen. Das würde schon einiges helfen, denke ich. Zack. Und jetzt haben wir auch hier schon bis zur kleinen Casa hin. Jawolli. Reicht aber scheinbar noch nicht für Arbeitskräfte in der Nähe. Obwohl... Ach nee, der hat auch keine in der Nähe. Hä? Warum hat er dann... Ach, egal. Okay, ich befürchte... Was heißt ich befürchte? Ich gehe davon aus, wir brauchen hier hinten auf jeden Fall noch eine Siedlung. Wir müssen ein bisschen was von der Ackerfläche drauf gehen lassen. Was war das denn? Da ist jetzt gerade irgendwer gestorben, aber warum? Man weiß es nicht. Ja, die Leute sind unruhig. Ich weiß, die hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen die Leute ans Werk kriegen. Fangen wir hier an mit zwei Lagerhäusern. Und hier machen wir eine Tongrube hin. Das Ganze verbunden mit einem Weg, logischerweise. Hier dann zwei Geschirrwerkstätten. Nein, es passt nur eine, verdammt! Dann kommt hier noch eine Präfektur und ein Ingenieursposten, damit wir die Leute ans Arbeiten kriegen. Denn wenn die nicht arbeiten, dann sind die genervt. Das ist doof, das will doch keiner. So, machen wir mal... Zwei Geschirrwerkstätten. Oh, jetzt geht's schon los. Unzufrieden mit den Bedingungen ihrer Stadt haben viele Bürger beschlossen, auszuwandern, um irgendwo anders ein besseres Leben zu finden. Handeln Sie jetzt, sonst werden bald weitere folgen. Ja, das mache ich auch. Wir bauen nämlich ein Krankenhaus. So, Krankenhaus. Zack. Die Arbeitslosigkeit ist nämlich echt ein Riesenproblem jetzt gerade. Wir machen da jetzt nochmal ein Forum hin. Da kostet dann auch wieder ein paar Arbeitsplätze. Oh, Cäsar benötigt 10 Geschirr. Ui, dann... Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, wofür es gut ist. Gib mir eine Sekunde. Geschirr wird gehamstert. So, um die Lieferung nämlich zu erfüllen. Ist das eine Bombensache? Ja, und welche Ironie. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Angestellte, wo einige abgehauen sind. Wenn nicht bald mehr Nahrungsmittel eintreffen, wird keiner mehr da sein, der noch Steuern zahlen kann. Tja, das ist in der Tat ein Problem. Wir machen hier jetzt mal zwei Obstfarmen hin. Warte mal ganz kurz, wie weit geht nochmal? Ich überlege gerade, kriegen wir... So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Felder weit. Oh, das könnte sogar reichen, wenn wir jetzt hier ein Reservoir hinstellen. Ja, perfekt. Geil. So, warum habe ich das so gemacht? Ganz einfach, wir können da nämlich hier Brunnen hinstellen, ohne dass das Reservoir die Gegend hässlich macht. Das heißt, die Gegend bleibt schön. Und das finde ich super. So. Oh, jetzt habe ich da drei Geschirrwerkstätten. Warum habe ich denn so gepennt? Wobei, nee, doch, das ist gut. Denn dann machen wir hier hinten noch eine Tongrube. Und dann haben wir, glaube ich, ein ziemlich gutes Verhältnis zwischen Rohmaterial und Werkstatt. Möchte ich zumindest mal meinen. Oh je, Krankheiten sind ausgebrochen. Das ist jetzt natürlich richtig schön. Und das direkt vorm Krankenhaus ist klar. Oh Mann, ey. Ja, der Start ist jetzt gerade echt ein wenig holprig, muss ich gestehen. Warte mal, ich brauche mal eben kurz die Wasserkarte. Ich muss ja gucken, wie weit der Brunnen. 1, 2, 3. Okay, 3x3 Felder macht er. Das heißt, 1, 2, 3. Wenn wir den hier hinstellen. Ja, das dürfte passen.
Können wir nämlich hier schon mal ein paar Wohnplätze machen. Damit wir hierhin auch endlich mal ein paar Arbeiter hinbekommen. Also wir so natürlich ist. Entschuldigung, mein Hals. Natürlich, sobald wir dafür gesorgt haben, dass es hier ein bisschen interessanter für die Leute ist. Das können wir zum Beispiel jetzt einfach mal versuchen, indem wir sagen, wir zahlen höhere Löhne als Rom. Das steigert auch wieder die Attraktivität ein wenig. So. Der Gouverneur kümmert sich nicht um mich, deshalb werde ich ihm mal zeigen, wie ich mich um seine Stadt kümmere. Nein, das lässt doch schon bleiben, mein Freund. So, hier wachsen die Häuser schon. Das ist schon mal nicht verkehrt. Allerdings haben wir immer noch ein Migrationsproblem. Insgesamt gesehen, nimmt die Bevölkerung ihrer Stadt ab? Ja, das weiß ich selber. Die Frage ist nur, was können wir dagegen tun? Mit den begrenzten Mitteln, die wir haben. Lieber Präfekt, warum gehst du genau an der falschen Straße entlang, anstatt immer in die Schnauze zu hauen? So, hoffentlich. Übrigens, wir sehen, wir sind in der Gunstwertung jetzt schon ein bisschen abgesackt. Hintergrund ist, glaube ich, hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Ich war doch bei 50. Naja, Hintergrund ist, glaube ich, der, dass die Leute hier auswandern. Okay, da gibt es noch genug Arbeiter, immerhin. Ein bisschen Mampf haben wir noch. Aber die Frage ist, wie lange wird das reichen? Und die nächste Seuche, ist klar. Ich habe schon so wenig Einwohner und alle sterben mir weg. Okay, dann müssen wir jetzt doch ausnahmsweise mal ein bisschen an den Prioritäten hier arbeiten. Warte mal, wie viel habe ich? Oh, ein. Wow. Okay, wir fangen mal an. Gesundheit nach vorne. Wasser nach vorne. Du an die drei. Präfekturen an die 4. Uiuiui, jetzt ist natürlich die Nahrungsmittel... Ja, warte mal. Du kriegst mal die Priorität weg. Ja, so lassen wir es erstmal. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier Gesundheitsversorgung und Nahrungsmittel alles auf die Kette kriegen. Damit den Leuten es auch gefällt, hier zu sein. Und damit sie vor allem überleben. Also ich meine, das hier mit dem Krankenhaus ist ja jetzt kein Zustand hier. Oh, Gott sei Dank. Einwanderung, Leute. Liebe AfD-Wähler, hier seht ihr, wie sehr einem Einwanderung helfen kann. Nur mal so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall am Rande. So, mal gucken, wie viele Arbeitskräfte wir noch brauchen. 76 brauchen wir, alles klar. Das war jetzt ein bisschen schnell. Hier oben. Jetzt noch 71. Ja, es wird, ihr Lieben. Langsam, aber sicher. Wird das hier wieder etwas ansehnlicher alles. So, machen wir da auch mal einen kleinen Weg. Sollten wir hinten nochmal eine Präfektur machen. Und hier nochmal einen Ingenieurposten, nur um sicher zu gehen, dass wir auch genug Leute an der Arbeit haben. Und das insgesamt auch alles lobt. So, jetzt gleich kriegen auch endlich die Farmen hier mal ein bisschen mehr Zuwachs an Arbeitskraft. Können wir auch schon mal die ersten Bibliotheken umbauen. Machen wir mal eine dahin. Eine dahin. Na, da kommt noch was anderes hin, aber was, das verrate ich noch nicht. So viel brauchen wir jetzt. 37. Ja, das kriegen wir doch alles hin. Sind doch alle auf dem Weg hier. So, und endlich haben wir auch alle von Arbeitskräfte. Das ist super. Ach, Schweine haben wir auch. Ja, geil. Warte, man muss dann die weiterverarbeiten? Nee, ne? Die brachten direkt Fleisch, oder?
Ich meine... So, einen Marmorsteinbruch, den sollten wir uns auch schon mal zulegen. Entschuldigt, falsch. Rohmaterial, Marmorsteinbruch. Ja, ich habe nur noch 12 Monate Zeit, das ist mir klar. Allerdings, der Arbeitskräftemangel hat sich leider auch auf meine Geschirrproduktion ausgewirkt. Deswegen haben wir nur 3 Stück in den Lagerhäusern momentan. So, aber ich glaube, wir können das mal mit den Prioritäten hier wieder wegmachen, weil... Das sieht da einigermaßen verteilt, ohne kaiserliche Mahnung. Das ist natürlich gar nicht gut. Aber es gibt Schlimmeres. Mal ganz kurz, ich muss eben gucken. Okay, alles klar. Machen hier den Weg weiter. Machen wir nochmal hier 2 Schweinefarmen. Und wieder Krankheiten. Und, oh, was für eine Katastrophe. Sogar die Götter jetzt an. Ein Erdbeben verschluckt alles, was in seinem Weg liegt. Hoffen Sie, dass das nur schwach ist und reparieren Sie alle Schäden. Oh, shit. Das habe ich vergessen. Hier gibt es Erdbeben. Scheiße. Und... Oh Gott. Nein! Die Schweinefarm muss dran glauben. Das Doofe ist, ich meine, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine, diesen Riss kriegt man auch nicht mehr weg. Ja, ist jetzt mal gut, Mensch. Und wir haben wieder einen Soundbug, ganz toll. Nur dank des Erdbebens. So, ich glaube, die Götter, ja, noch sind sie glücklich, aber wir sollten das jetzt nicht zu lange strapazieren. Ich brauche immer noch so viele Angestellte, mein Gott. Gut, gibt es hier keine zweite Schweinefarm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, gar nicht gut. So, wir schauen mal eben, wer kauft denn Marmor? Du kaufst Marmor, ja, das ist doch mal sehr gut. Dann investieren wir mal das Geld. Und bei Marmor sagen wir, hau mal alles raus, was keine Miete zahlt. Kein funktionierendes Dock. Warum denn nicht? Oh, da fehlt noch ein Stück Weg, ey. Ich krieg die Krätze. Und das Erdbeben hört immer noch nicht auf, oder was war das gerade? Ach nee, die Sachen hier. Ja, ist ja gut. Ach so, nein. Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit diese tollen Explosionsgeräusche. Weil wir wieder diesen Soundbug haben. Ich werde mal gucken, ich werde das Spiel mal zwischendurch speichern und neu starten. Also die Aufnahme wird ja sowieso ein bisschen länger dauern, deswegen ist das erstmal kein Problem. Na, warte mal, machen wir da einen Platz hin. Ja, jetzt brauchen wir wieder Angestellte, weil hier alle aus ihren Häusern vertrieben werden, weil auf einmal keine mehr Mampf hat und alle es auf einmal viel zu hässlich hier finden. Gucken wir mal, wenn wir jetzt hier so 2-3 Plätze hinmachen. Ja, guck, es geht doch. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr so. Wir haben gleich genug Geschirr. So, für Mampf dürft ihr auch hoffentlich bald mal etwas besser gesorgt sein. Immerhin, Marmor haben wir schon ein bisschen. So, da kommt das erste Schiff. Ich kann es nicht erwarten, mir etwas Handel zu treiben. Ich liebe ein... Ich kann es nicht erwarten, mir etwas Handel zu treiben. Na, geht das wieder los. So, dann machen wir mal den Effekt. Na, wie gesagt, das mit den Soundbugs ist leider eine nervige Angelegenheit. So, wir haben immer noch nur 9 Geschirr. Bitte mach mal hier schnell einer was fertig. So, da ist das fertig. So. Und zack. Schicken wir ihm seine Güter. Macht sich etwas Sorgen. Ja gut, unsere Wertung ist leider gesunken, weil wir ihm noch nicht so schnell was geliefert haben. Lieber Imperator, da tut mich sorry. Bitte sieh es mir nach. So, Moment. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo hauen wir es hin? Da hauen wir sie hin. Die Gladiatorenschule. Und dann machen wir hier hinten ein Amphitheater. Haben wir dann noch ein bisschen mehr Unterhaltung.
Und vor allem haben wir die Leute noch ein bisschen mehr beschäftigt. So, wie sieht's denn nahrungsmäßig aus? Nicht so geil, muss man sagen. Und wieder... Ey, das kann doch nicht sein, verdammt nochmal. Da müssen wir doch mal schauen, was hier los ist. Lieber Medizinberater, so 1000 Patienten, es reicht doch. Aber wahrscheinlich fehlen einfach noch ein paar Kliniken hier und da. Machen wir mal zwei hin. Und alle immer direkt hier vor dem Krankenhaus, ey. Das kann doch echt nicht sein. Das Krankenhaus müsste eigentlich alles versorgen. Guck mal, Gesundheit. Ja gut, Kliniken. Da haben die natürlich keine Versorgung. Krankenhaus hatten die aber voll. Das ist... Ach. Ich weiß, man soll sich ja nicht über Spielemechaniken beschweren, aber das ist doch echt nervig. So, Rom dankt uns für die Loyalität. Das finde ich super. Ja, das ist klar, du bist hungrig. Ich hab's verstanden. So, jetzt aber hier. Zack, einmal bitte so und einmal so. Und dann machen wir hier noch ein paar. Haben wir noch zwei Obstfarmen. Und noch Schweinefarm eine. Na, wobei, wir könnten hier noch eine zweite machen. Machen wir auch. Schon wieder, ey, was ist denn hier los, verdammt nochmal? Ey, ich hab doch... Boah, es kann doch echt nicht wahr sein, Leute. Warum werden wir so geärgert? Warum? So, Einkommen sind definitiv viel zu wenig. So, deswegen machen wir jetzt mal hier einen zweiten Marmorsteinbruch hin. Wobei, hier können wir keinen machen, ne? Ne, da ist der Weg im Weg. So, wir brauchen mal ein paar neue Wohnplätze, da doch einige abgefackelt sind. Und wir sind pleite. Verdammt. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Oh Mann, ey. Es ist ein bisschen der Wurm drin. Und deswegen, ihr Lieben, und weil wir wieder diesen Soundbug haben, würde ich sagen, ich mache einen kleinen Cut und ich mache dann in der nächsten Aufnahmesession weiter. Dann hoffentlich erst einmal wieder ohne Soundbug. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.